Purecracker Fireworks, heute mal wieder ein Artikel aus der USA, und zwar ein Shell Pack. Das Ganze nennt sich das Premium Artillery Shell und das Ganze ist von Dominator Fireworks. Das ganze Pack hat 13,99 € gekostet, sind 6 Shells drin. Sieht man hier. Ja, hier sieht man die Effekte. In Deutschland ist es halt so, dass man da auf diese Bilder nicht so vertrauen kann. Vielleicht ist es ja hier anders. Also hier auf dem Bild sahen die zumindest recht vielversprechend aus. Hier die Erklärung, wie man die Shells reinmacht, das weiß ich aber. Vom Designer finde ich die Packung auch sehr schön. Hier mit diesem amerikanischen Adler, der öfters auf dieser Nationalflagge drauf ist. Ja, schauen wir mal, was die Shells können. Ich schaue uns das Ganze jetzt nochmal vom Inneren an, den Mörser, die Shells an sich. Ja, bis gleich. So, hier haben wir jetzt den ganzen Spaß. Hier halt die 6 Shells, die ich euch gleich nochmal genauer vorstellen werde. Und hier halt der Mörser. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, wie das hier hergerichtet ist, wenn man das aufmacht. So, schauen wir uns den Mörser zuerst mal an. Der hat das gleiche Design wie auf der Verpackung, also recht schön. Hat auch einen relativ großen Kaliber für die kleinen Dinger. Hier steckt man die dann rein, ist ja klar. Und jetzt schauen wir uns die kleinen Shells alle nochmal an. So, hier haben wir jetzt eine, was ich relativ schade finde, ist, dass die halt nicht die Effekte draufstehen, die das am Endeffekt hat. Also werde ich euch jetzt nicht jeder einzeln erklären. Die haben aber alle unterschiedliche Effekte. Ja, also die sind schon größer als die Shells, die ihr schon mal vor ein paar Wochen gesehen habt oder auch vor ein paar Tagen, weiß ich nicht, wann ich das hochlade. Sieht ganz nett aus, tut man dann halt in den Mörser rein, schießt hoch, weiß denke ich jeder von euch. Die Ausprägung wird, denke ich, auch relativ groß sein. Ja, schauen wir mal, was die kleinen Dinger können. Hier hört man auch schön den Effekt. Schauen wir mal, viel Spaß. So, jetzt die Premium Artillery Shell im Test für euch. Schöner Roteffekt. So, jetzt noch die letzte aus dem Set. Also das Set ist nur zu empfehlen für den Preis. Recht geil.